Bei bestem Spätsommerwetter wurde am Mittwochvormittag das neue Kinderhaus des St. Lukasheims in Papenburg eingeweiht. Rund 3,2 Millionen Euro wurden durch die Caritas in den Neubau investiert. Viel Geld kam dabei von Fördermittelgebern wie dem Land, der EU oder dem Landkreis. Nun können im neuen Haus in modernstem Umfeld 36 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen betreut und versorgt werden. Dazu gab es am Mittwoch eine große Einweihungsfeier. Mit dabei war auch der Bischof des Bistums Osnabrück, Franz Josef Bode. Es gab schon die Tradition des alten Kinderhauses schon lange. Das war aber nicht mehr in Ordnung und entsprach auch den Anforderungen nicht mehr. Und jetzt ist es ein wunderbar nach heutigen Anforderungen gestaltetes Haus, was durch die Balkone so eine Leichtigkeit hat. Ich habe die Zimmer gesehen, sie sind sehr freundlich. Die Kinder haben auch alle für jedes Zimmer etwas selbst hergestellt und gemalt. Bischof Bode segnete die neuen Räume auch gleich ein und mit den Bewohnern, Mitarbeitern und Gästen zur Einweihungsfeier wurde das neue Kinderhaus dann unter die Lupe genommen. Für die Stadt Papenburg bedankte sich Bürgermeister Jan-Peter Bechtluff dafür, dass dieses bunte und fröhliche Haus nun in neuer Form in der Stadt entstanden sei. Es mache die Stadt reicher, so Bechtluff. Dieser Meinung war auch Bischof Bode. Ich denke, dass es auf jeden Fall richtig eingesetzt ist, weil wir müssen auch immer wieder sehen, dass so eine Einrichtung ein Zeichen ist dafür, dass wir nicht einfach Menschen mit Behinderungen als Schadensfälle des Lebens ansehen oder sie auch entsprechend in unsere Mitte mit hineinnehmen. Und dafür ist so ein Haus auch ein Zeichen. Auch in unserer ganzen hektischen und leistungsbezogenen Gesellschaft sind sie ein Zeichen auch der Entschleunigung. Des ganz anderen Lebens, einer Lebensfreude auch, die nochmal ganz anders ist. Und solche Zeichen muss es geben und da muss auch immer eine Kommune, ein Land etwas für einsetzen, auch die Kirche. Und ich freue mich sehr, dass das in dem Zusammenspiel so gut gelungen ist, so ein doch kostspieliges und gutes Werk hier zu errichten mit einer wunderbaren Umgebung. Die Kinder haben eine schöne Aussicht hier, das ist sehr, sehr schön.